Für was mache ich immer diesen Ready-Check, wenn der eine Typ dann einfach, ja, juckt mich nicht, Modus, Dings anschmeißt? Naja, gut, hier ist Pre-Ink halt eh so eine Sache, ne? Habe ich jetzt das richtige Gear an? Ich habe halt nur Ready-Check gemacht, wollte halt einen Pull-Timer schmeißen und er juckt mich nicht, Modus an, einfach drauf. Achso, ich wollte Inka anschmeißen hier. Ja, die hier hauen rein tatsächlich. Da hat's den Mili zerrupft. Schau mal, dass ich in der Mitte von der Plattform hier bleib. Dass ich von den Sägeblättern nicht weggenatzt werde. Weil die hauen hier tatsächlich ein bisschen was raus. Haben wir schon den ersten Toten zu beklagen. Das ist so nervig, dass der so 5 Jahre hier labert. Habe ich halt auch keinen Food. Na komm, hier. Warum aktiviert er den Ding nicht? Jetzt muss ich hier halt drin stehen bleiben. Okay, den ersten Hit hat er. Muss den halt zwischendrin immer wieder mal taunten, dass er nicht die Dings umhaut. Aber der Hunter hat mich hochgeschossen, was schon mal eine sehr gute Idee war. Das hier wird teilweise. Ist das so ein Ernst? Aktiviert das Ding. Okay. Hat er. Mal schauen. Okay, hier habe ich immer noch weit die Aggro. Rauen wir einmal. Jetzt muss man wegen Sägeblättern ein bisschen aufpassen. Ach komm, jetzt hat er aktiviert und jetzt kommt der Ding zu spät. Oh fuck, der Schub ist auf mir. Huhuhuhu. Komm, rein. Ah, das hätte ich nicht machen sollen. Also hier auf dem 16er Key knallt es natürlich. Hat er gesehen? Es hat natürlich schon, hat Wumms gemacht. Das hätte mich fast weggeschottet, ne? Huhuhu. Uiuiuiui, sag ich da bloß. Habt ihr das gesehen? Das hat geknallt. Jetzt macht er wieder seinen Wirbelscheiß. Ich weiß gar nicht, wenn ich Mili dabei habe, dann die zusammenzuziehen ist dann halt tatsächlich auch immer so eine Sache. Komm, hauen wir das Fahrzeug nochmal rein hier. Ich war doch jetzt in der Mitte der Plattform gestanden. Wer hat mich denn da erwischt, bitteschön? Naja. What the fuck schreibt der Heiler? Ja. So. Hier müssen wir ein bisschen. Dreh den hier extra so ein bisschen raus. Hä, warum? Hä, willst du mich trollen? Er hat das angefangen zu casten. Ich lauf weg und dann dreht er sich mit und castet dann den Scheiß raus? Das hat mich jetzt fast gekillt. Keine Ahnung, was war das für ein Shit? Der Kackslow. Fuck, da ist ein Feuer. Ist halt eher nicht so gut. Müssen aber hier den ganzen Trash machen, also das hilft eh nix. Wenn die hochgehen,
Ich kick die jetzt extra weg hier. Ja, du musst. Ein Heiler hat's zerrupft jetzt. Will halt jetzt nicht sterben. Deswegen habe ich den gebattle-redst. Das probieren wir das mal nochmal hier. Ich dreh ihn raus. So. Okay, ich darf, denke ich mal, erst rauslaufen, wenn er wirklich den ersten Tick auf mich gemacht hat. Diese Müllmobs, die hauen so ein Damage raus, da musst du halt echt hinter die Säule gehen. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Ja, ich muss den ersten Tick, muss ich fressen. Okay, das fickt jedes Mal den Heiler. Keine Ahnung. Diese Explosion von dem Dings, ne? Haut den Heiler halt um. Ja, die sind jetzt in einer anderen Phase. Wir haben keinen Heiler, das würde ich jetzt nicht machen. Ah, das ist halt schon mal kacke. Ja, diesmal haben sie sich. Müssen den einen noch machen. Lauf, kleines Mädchen. Ja, schau mal, wenn ich da mitlaufe, während dem Cast, dann ist es egal. Ich hab denen auch extra gesagt, dass wir alle Mobs brauchen. Also eigentlich den dahinter zu ziehen war fast ein bisschen sinnlos, aber ne. Ja, wir haben jetzt halt schon 20 Sekunden damit geloost und mussten halt warten, ne? Lauf, kleines Mädchen. Lauf. 3, 2, 1. Ich hoffe, der Heiler weiß, dass er mich dispeln muss. Ich hoffe es einfach nur. Bitte dispel mich. Okay, Gott sei Dank. Wir müssen ein bisschen weg von dem Ding. Okay. Der weiß auch, dass er nicht neben der Kiste steht. Die Leute, die waren hier alle schon mal in der Instanz. Das finde ich schon mal schön. Ich war ja hier letztens drin. Ich weiß nicht, ob was das war. Oh fuck, der muss mich dispeln. Okay. Das zockt dich nämlich so runter. Selbst im Plus 0. Selbst im Plus 0 killt dich das. Dieser Dispel-Scheiß, der haut so einen Schaden raus. Das ist nicht normal. Wenn du den Shit drauf hast. Hier, das muss instant runter. Ich konnte jetzt halt fast nichts drauf damagen, ne? Die ganze Zeit am Struggeln war mit dem. Ja. Ja. Also die Frage, wie viel das rausdamage, wenn man jetzt hier durch so ein Shit durchläuft. Und auch in der Katze.
Macht das viel Schaden raus? Ja, das ist ganz eklig eigentlich. Bleib lieber mal im Bären, falls ich's hart verkack. Wäre ich fast da. Hier gab's eigentlich immer so einen Knopf, ne? Aber den gibt's, glaube ich, im Mythic Plus nicht, so wie ich das sehe. Komm, ich sprinte doch mal nach. Die sind mir ein bisschen zu zügig unterwegs. Ich weiß jetzt halt nicht, wie das da oben ist, ob die alle explodieren. Also es ist jetzt gewollt, dass ich hier nur ein paar pull, weil wenn die alle gleichzeitig explodieren, dann kriegen wir halt richtig auf den Sack. Okay, aber die kleinen, die neutralen, die explodieren halt nicht, okay. Habt ihr allein gesehen, was die Mobs da am Anfang rausgedamaged haben? Das ist ein Altaldazar, okay. Ja, Altaldazar habe ich auch noch. Oh fuck, die hauen halt auch schon. Okay, da müssen wir jetzt gucken. Die könnten mir gefährlich werden, die Mobs. Da müssen wir jetzt mal voll aktiv Mitigation stacken. Alles, was geht. Alter. Ja, ich gehe in die Kuppel rein. Ich warte mal noch mit der Wall. Okay. Gut, die kann ich vielleicht dann später nochmal brauchen. Deswegen, ich habe es jetzt absichtlich nicht gezündet. Man weiß ja nie, warum man sie noch dringender braucht. Jetzt ist die Rune schon wieder weg. Ah, schauen wir mal, ob das alle kennen. Ah, hier. Roar kommt. Ach, Leute. Leute. Also in ein richtiges Feld stellen ist halt eigentlich nicht so schwer, ne? Eigentlich war ich halt jetzt von denen echt überzeugt, von den Dudes. Aber der Hunter und der Heiler haben hier erstmal richtig verkackt. Aber gut, das kann immer passieren, ne? Passiert den Besten sowas. Heiler soll recken, ich rette schon. Never been here, schreibt der Heiler. What the fuck? Wie? Hier kannst du nämlich dann komplett durchlaufen, ohne dass du... ...dass du das Zeug beachten musst. Das ist ganz praktisch. Alter, ich habe ihn gerade interrupted. Die müssen wir halt auch noch spielen. Wir müssen eh alle Mobs spielen hier. Das wird jetzt eine harte Gruppe tatsächlich. Das ist jetzt der Ding.
Ich wollte jetzt gerade nämlich in das Schutzfeld gehen. Die stehen zumindest schon mal alle so weit im Schutzfeld. Ach du Heilige. Musste der halt der Shit da drauf spawnen. Kann halt so leicht in das Feld rein paddeln. Okay, da müssen wir wieder raus. Ich hoffe, das machen die Hunter, diesen Range-Dude. Hütet euch. Fuck, jetzt bin ich voll in das Zahnrad rein. Ach komm, Bro. Movement. Ich hab keinen Battle Reds halt an der Stelle, ne? Ja, das war eine Nullnummer. Da haben wir halt ein DD weniger, das macht halt schon ein bisschen was aus. Hütet euch. Der eine Hunter von Rexar, der ist nicht so der ganz geile Hund. Ach komm, das ist daneben geflogen. Ernsthaft? Ach. Ich muss da dem Auge raus. Pest und Cholera. Aber ich kann Active Mitigation und einen CD dafür ziehen. Haben wir schon ganz schön viele von den Scheiben, hä? Huh? Ich hätte jetzt einfach den Boss durchgezogen, auf die Dings geschissen hier, auf das Teil. Ach komm, das ist nicht mehr abgeprallt? Okay, ich dachte, das prallt noch einmal ab. Wird's dann langsam ätzend hier. Fuck, jetzt sind da viele. Wenn du halt den Kampf so ewig spielst, dann wird's richtig ätzend. Komm, ich wall jetzt nochmal, sicher ist sicher, nicht, dass ich noch rip. Ne, da müssen wir nicht lang, da müssen wir lang. Ich bin überlegen, ob ich sie überhaupt zusammenziehen soll, die zwei Dinger. Ist der Heiler jetzt da? Aber eigentlich können die halt nichts. Natürlich, immer die, wenn ich diese Rune lege, muss ich sofort rauslaufen. Ja, da hat er sich wegscheppern lassen. Zwölf Minuten haben wir halt noch. Also eigentlich, wenn jetzt nichts mehr extrem schief geht, müsste das... Oh, mein Pflaster ist ausgelaufen, sehe ich gerade. Das könnt ihr im Moment nicht tun. Eigentlich müsste das aufgehen. Die müssen wir halt zurückziehen.
Warte mal, aber irgendwie reicht das nicht ganz. Wir müssen doch noch die einen machen. Aber es müsste eigentlich reichen nach dem Dungeon Tool. Ach komm, Bro. Du hast doch die Dings hier. Warum stirbst du da? Ich glaube, wir müssen doch noch die Roboter machen. Das ist ja schon wieder gerippt. Na gut, die hauen jetzt hier gerade unsere Zeit raus, ne? Die hätten wir nämlich gar nicht mehr gebraucht. Wir overcappen jetzt gerade mit dem Trash unnötig. Ich ziehe jetzt hier meine Wall beim Boss Preuse, glaube ich, nicht wirklich. Also den einen, wir hätten glaube ich nur einen von beiden gebraucht. Aber gut, egal. Auch Heilung. Jetzt gleich seinen Hit auf mich draufhaut, dann... Neun Minuten haben wir noch. Zwei Minuten für Double Chest. Habe ich jetzt gerade den Hit LOS? Ah, es geht doch mit dem LOSen. Okay. Dafür, dass der Heiler sagt, er kennt die Instanz überhaupt nicht, ne? Lief das ja. 3, 2, 1. Danke dir fürs Followen. Warte mal, wir haben einen Mob nicht gemacht? Fuck! Hä? Wo haben wir den denn vergessen? Bin ich jetzt blöd? Scheiße. Super, jetzt sind wir halt komplett zugevoidet hier. Scheiße. Kacke, jetzt ver... Hä? Weil ich... Hä? Wie? Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Also das ist jetzt... Also man kann den hier easy mitmachen, ne? Es ist alles kein Stress, aber... Hä, wo war denn der Pylon noch? Bin ich jetzt echt blöd? Habe ich den übersehen? Anscheinend schon. Fuck, jetzt habe ich halt alles zugeworfen. Okay, ja, wenn das stirbt, dann sind die Vaults weg. Hä, ich habe es anscheinend echt den Ding... Weil ich war mir relativ sicher, dass ich die zwei Putt-Mobs nicht gebraucht habe. Und jetzt hatten wir aber zu wenig Prozente. Und das lag halt daran, weil noch zwei Bosse offen waren und nicht nur einer, ne? Okay, jetzt checke ich das auch. Alter, der Feral, ne? Greedy rennt einfach durch die Bombe durch. Dieser Typ, echt. Jetzt einfach nicht greedy werden, dann ist das ein easy key hier. Ganz komisch. Also anscheinend habe ich irgendwo einen Pylon vergessen. Ich weiß zwar nicht wo, aber, ne?
Naja. Achso, er hat sogar nochmal nachgebufft. Hier sehe ich gerade. Stell mich jetzt mal ganz in die Ecke. Ah, super. So, auch nicht. Warum muss ich denn der... Das ist der Hunter, ne? Warum muss sich der... Ist, aber das ist kein Melee-Hunter, oder? Bro, okay. Er stellt sich jetzt ganz in die Ecke. Normalerweise mache ich das halt als Tank, dass ich mich ganz in die Ecke stelle. Ja, er ist ein Melee-Hunter, oder? Kann das sein? Ich hab ehrlich gesagt nicht geguckt, was für ein Hunter der Typ ist. Muss ich ehrlich sagen. Habe ich schlichtweg nicht drauf geachtet. Nimm gleich nochmal HT. Darf ich bloß vorne nicht runterfallen? Der Feral, ne? Ein Bombenkuschler vom Herrn, ich sag's euch. Der liebt die Bomben. Die Bomben lieben ihn. Ich habe jetzt extra ziemlich defensiv gespielt, lieber nicht so viel damagen und dass man halt safe hier, ne? Sind. Ich habe jetzt auch mein Corruption-Zeug ausgezogen, weil ich mir dachte, lieber habe ich den Key dann in time, als da ordentlich drauf zu damagen. Weil die machen eigentlich alle schon recht gut Schaden, also solange ich nicht sterbe, ist das eigentlich eine sichere Sache, ja. Wieder ein In-Time-Key, wunderbar! Und was haben wir gekriegt? Irgendwelche Stiefel? Nein, die brauche ich von Transmog noch, aber die sind natürlich kacke, die Stiefel. Die sind schlechter, als die, die ich anhab. Außer sie wären halt Corruption Proc da quasi drauf gewesen. Der Heiler schreibt, had no idea what I'm doing. Wunderbar, der war noch nie in der Instanz, aber hat dafür da relativ gut gespielt, muss ich sagen. Oh, jetzt postet er in Valcrest 17. So Leute, für die Instanz war's das. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.